Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer du zuschaust. Hier ein kleines Video zum Thema MK Ultra. Du siehst hier die Allianz Arena in den tollen Regenbogenfarben und du fragst dich sicherlich, warum komme ich jetzt auf MK Ultra? Kann ich dir ganz einfach und schnell erklären. MK Ultra ist ja ein Projekt, was man entwickelt hat, um das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren. Wikipedia schreibt dazu, MK Ultra war, und das ist ein Fehler hier im Artikel, nein, ist nicht wahr, also war nicht, sondern ist immer noch ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über die Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Ja, jetzt, was hat das mit den Regenbogenfarben zu tun? Naja, schau dir das mal an. Ein wichtiger Bestandteil des Great Reset ist genau dieses Symbol, was die alle tragen, diese Kreaturen da, die Vögel, die Menschen versklaven wollen. Ja? Und dort werden die Regenbogenfarben werden aufgelistet. Im Übrigen auch zum Beispiel bei der Basispartei. So, und wie schaffe ich es nun, in die Köpfe der Menschen zu kommen und diese Farben mit etwas Positivem zu belegen? Ja, klar. Ich nutze einfach die aktuelle Zeit, ja? Und dann schauen wir uns doch mal den Unterschied an, den kaum jemand bemerkt, nämlich die Auswahl der Farben und die Anzahl der Farben. Was bedeutet das denn? Also man verkauft uns hier, man bringt uns unterbewusst, verknüpft man eben diese Multifarbenpalette, mit etwas sehr Positivem, nämlich der Toleranz. Aber man wandelt das Ganze ab, denn sie haben ja eine eigene Agenda. Und du kannst hier gerne von Martin von Mendel mal lesen, was das bedeutet und wie die Unterschiede da sind. Und dann wirst du sehen, dass damit was ganz anderes gemeint ist. Aber wir, die das nur oberflächlich sehen, wir raffen das nicht. Das kriegen oberflächliche Menschen nicht in ihre Köpfe. Das Detail ist ihnen nicht bewusst, denn sie achten nicht darauf, wo man versucht, sie zu manipulieren. Und das findet gerade in Riesenmaßen, in großem Rahmen statt. Und dann gibt es auch noch bei Facebook Leute, die ihr Profilbild eben mit diesen Farben versehen, sodass dieses Thema immer weitergetragen wird und dass man sich vor einen Karren spannen lässt, wenn man da mitmacht, wenn man das unterstützt. Denn dann unterstützt man eben genau diese Mind Control. Und die ist viel gefährlicher, als du glaubst. Schauen wir uns das mal an, wie Tiere darauf reagieren. Vielleicht hast du das Video ja schon gesehen. Sehr interessant. Na, ob die Pferde wohl mehr wissen wie wir? Man kann natürlich sagen, das sind Fluchttiere und das ist was Neues, was anderes für sie. Es gibt da mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Jeder hat so seins. Ich habe da meins. Du kannst sicherlich deins haben. Kein Problem. Jeder darf auch seine eigene Meinung haben. Genau. Und wenn wir da weitergehen, dann schaut euch doch mal die Bewegung an. Hier schreiben sie es sogar noch drauf. Ja? Auch da bekommen wir es gezeigt und die Menschen finden das super und finden das gut und finden das toll und Multikulti und Toleranz und ach, wie fein ist das doch alles. Leute, ihr werdet manipuliert, ihr werdet vorbereitet, ja? Und jeder, der sich vorbereiten lassen will, der sollte sich dieses Video nicht anschauen. Jeder, der bewusst durchs Leben geht und sich seine eigenen Gedanken macht, der darf das als Inspiration verwenden, um sich seine eigene Meinung zu bilden, denn darum geht's hier. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, trotz dieser ganzen Scheiße, die hier passiert.